Im Ferdinand-Winzel-Saal der Kremser Bank fand vom 1. bis 3. April die Zukunftskonferenz Krems 2005 statt. Während dieser 3 Tage nahmen 72 Kremserinnen und Kremser mit einem Blick auf die gemeinsame Zukunft teil. In verschiedenen Gruppen wurden die Interessen von Politik, Freizeit, Stadtteile sowie Sozialwesen, Bürgerinnen und Bürger, Arbeit, Wirtschaft, Umwelt und Bildung ausgearbeitet. Das Ziel dieser Zukunftskonferenz war die Formulierung von Leitsätzen sowie die Erstellung dazugehöriger Maßnahmen für die kurz-, mittel- und langfristige Entwicklung der Stadt Krems. Tatsächlich ist es so, dass für jedes einzelne Projekt ein Projektverantwortlicher, ein Projektteam, aber auch Sponsoren aus der Wirtschaft gefunden werden konnten und dass es jetzt darum geht, diese Projektteams so am Leben zu erhalten, dass aus ihrer Idee auch eine konkrete Umsetzung folgt. Das hehre Ziel ist natürlich 2020. Sie dürfen sich nicht schon morgen und übermorgen erwarten, dass die ersten Erfolge sichtbar sind, aber wir wollen nachhaltig gemeinsam diese Stadt zu jenem Höhenflug führen, den die Stadt, glaube ich, und ihre Einwohner auch verdienen, dass sie eine Top-Stadt in Niederösterreich bleibt und auch in Zukunft sein wird. Konkret ist es so, dass wir jetzt all diese Projekte sammeln, in einer Art Projektliste zusammenfügen, sie auf der einen Seite über die Medien hinaustragen und zum anderen auch potenzielle Paten einladen, zusätzlich Energie und Ressourcen mit einzubringen. Das heißt, der Prozess ist selbstverständlich offen und kann nur wirklich dann zu dem Erfolg, zu dem gewünschten führen, wenn zusätzliche Leute, Bürgerinnen und Bürger der Stadt mithelfen, es weiterzutragen. Konkrete Ansprechpartner ist die Stadt Krems. Wir haben momentan noch das Kernteam, das diese Zukunftskonferenz auch weiterleitet. Wir haben jetzt 2,5 Tage einerseits die Geschichte Revue passieren lassen, auf der persönlichen Ebene, auf der Kremser Ebene, auf der globalen Ebene, sind in die Gegenwart gegangen, sind gereist ins Jahr 2020, haben diese Bilder von 2020 hereingenommen in die Gegenwart und haben geschaut, was könnte dann sein. Und aus dieser Aufbruchstimmung heraus sind ganz konkrete Projekte entstanden, die jetzt in einer Umsetzungsphase gelangt sind. Wir haben jetzt gerade die ganzen Adressen ausgetauscht für ein Meeting bereits, das vor dem 11. Mai vor dem Projektmarkt stattfinden soll, wo Daten erhoben werden, wo Leute eingebunden werden und so weiter. Also ich denke, es ist eine ganz tolle Aufbruchstimmung, die da ist. Ne? Vorerst einmal war es eine wunderbare Idee der Stadtgemeinde oder der Parteien, so etwas ins Leben zu rufen. Denn es gibt, wir haben festgestellt in den 2,5 Tagen, dass es sehr viele gleiche Ideen gibt und dass es sehr viele versteckte oder brachliegende Ressourcen in Krems gibt, welche nur geweckt werden müssen. Und es ist nicht immer das Budget oder das Geld die Frage der Umsetzung, sondern einfach Ideen zu haben, Ideen zu verwirklichen und auch das Verständnis der Politik und der Stadtgemeinde zu erhalten. Und durch die Zukunftskonferenz bin ich mittlerweile der Meinung, dass dieser Konsens gefunden wurde. Und was mich besonders bestärkt hat, dass in diesen 2,5 Tagen die 4 Parteien der Kremser Stadtpolitik nicht nur nach außen so getan haben, wie wenn sie zusammenarbeiten würden, sondern einfach auch diese Zusammenarbeit gelebt haben. Ich bin als Initiator für den Lebensraum der Jugend eingesetzt und wir haben jetzt vor, dass wir einen Jugendverein gründen, damit die Interessen der Jugendlichen irgendwie vertreten werden. Weil es hilft nichts, wenn die Erwachsenen irgendwie für die Jugendlichen etwas unternehmen, was aber nicht im Interesse der Jugendlichen steht. Und Lokale und Räume werden zur Verfügung gestellt, damit sie nicht irgendwo im Stadtpark rumlungern oder vandalieren. Und dadurch hoffen wir, dass wir einen großen Schritt in Richtung der Zukunft etwas besser machen können. Die Erwartung an die Zukunftskonferenz von meiner Sicht war, dass es gelingt, die ganze Vielfalt der Kremser Kreativität, der Kremser Meinungen in einen Raum zu bringen und bewusst zu machen, ein gemeinsames Verständnis von den Problemen einerseits, die in Krems sind, aber auch von den Möglichkeiten, die in Krems sind. Das in diesen 2,5 Tagen transparent zu machen und diese Verbindung zu schaffen zwischen Politik und Bürger, dass die Information wirklich transparent wird, was ist alles vorhanden an Bereitschaft und auch an Kreativität. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen.
Und darüber hinaus, was noch gelungen ist, ist wirklich Mut zu machen, dass es sich lohnt, initiativ zu werden, auch zu sehen, es gibt andere, die bereit sind dafür. Es heißt, es ist eine Bereitschaft, sich zu vernetzen, eine Bereitschaft, wirklich zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist einfach eine Aufbruchstimmung und ich hoffe, dass das so bleibt.